Hallo und was geht, meine Freunde, zu einer neuen Trading Road to Glory Folge. Wir haben es endlich geschafft, wir haben Samstagmittag und ich habe alle meine 700.000 Münzen in die Non-Rare-Spieler investiert. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich denke mal, am Montag oder am Dienstag sollten die angestiegen sein. Ich zeige euch mal in der Web-App, wie viel wir die ganzen Sachen bekommen haben. Und ihr seht es jetzt hier auch schon, ich habe 112.000 Münzen, davon noch 50 nicht zugewiesene. Natürlich sind das mehr als 50, ist ja klar. Aber auf jeden Fall zeige ich euch mal, für wie viel ich die bekomme. Zum Beispiel hier für 450 Münzen, dann hier ein Celik für 450, dann hier ein Dorothy für 450 und so weiter. Ich bin nicht höher gegangen als 500, manchmal auch 550, weil es aus Versehen war und ich irgendwann echt keinen Bock mehr hatte, die ganzen Karten zu kaufen, weil das doch ein Aufwand war. Aber diese Karte zum Beispiel einfach für 450 Münzen. Am Montag oder am Dienstag sollten diese Karten schon angestiegen sein, wegen der Marquee-Matchups. Und alle Karten, die ich hier gekauft habe, sollten in den Hype kommen, sodass die Leute sich denken, hey, warte mal, ich kann ja vielleicht noch investieren oder ich kann mir ja schon mal vorher die Sachen kaufen, damit ich die Matchups richtig easy einfach mal am Donnerstag fertig machen kann. Deswegen funktioniert die Methode jedes Mal immer wieder aufs Neue, von Woche zu Woche. Und ich denke mal, das ist etwas, was man wirklich langfristig machen könnte. Vor allem, weil der Markt ja mittlerweile so hart am Schwanken ist. Aber ich habe zwischenzeitlich noch andere Methoden auf meinem Main-Account getestet. Die werde ich euch nächste Woche zeigen. Die sind auch super, super geil. Die funktionieren echt easy. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, haben wir die ganzen Karten für 450 Münzen bekommen und werden die alle am Montag und am Dienstag verkaufen. Und ich melde mich zurück, sobald die ersten Verkäufer sind. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr habt auch mit investiert. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und wir sehen uns am Montag oder am Dienstag. Let's go! Ihr seht schon, Freunde, wir sind am Montag angelangt und die ersten Karten verkaufen sich schon, die wir angeboten haben. Hier zum Beispiel Golini für 850, Yilmaz für 750, Lindelof für 950, haben wir auch für 400 Münzen gekauft. Henderson 750, Matic 750 und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Ich denke, eure Karten sollten sich jetzt auch mittlerweile verkaufen. Das verkaufen sich immer noch mehr bei mir hier. Stell wieder die ganzen Spieler rein, werde sie wieder verkaufen. Stell sie wieder rein, werde sie wieder verkaufen. Das wird auf jeden Fall eine Heidenarbeit sein heute und morgen. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich melde mich sofort zurück, wenn wir das Ganze dann endlich fertig haben. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ihr könnt es sehen, wir sind bei 836.000 Münzen. Wir haben alle Sachen endlich verkauft. Und es war wirklich ein Scheißjob. Es war eine Scheißarbeit, die ich da gemacht habe. Ich habe 3 Tage lang damit verbracht, die ganzen Spieler zu kaufen. 3 Tage damit verbracht, die ganzen Spieler wieder zu verkaufen. Und weil ich halt so viel damit beschäftigt war, habe ich es nicht geschafft, den richtigen Zeitpunkt vollständig auszunutzen, wo man die ganzen Karten verkaufen konnte. Am Montag waren sie relativ hoch, wo die wirklich gut weggingen. Das Problem war allerdings, ich hatte nicht so viel Zeit, so viele Spieler wegzustecken, also zu verkaufen. Ich hatte über 1500 Spieler und das Ganze hat sich im Ganzen wirklich überhaupt nicht gelohnt. In diesen 6 Tagen oder so, die wir jetzt damit verbracht haben, diese Kackspieler einzukaufen und zu verkaufen, hätten wir wirklich locker easy eine halbe Million Münzen machen können. Und jetzt sitzen wir auf 136k plus. Ich meine, hey, 136k plus, klar, es ist auch auf jeden Fall was richtig Nices. Aber trotzdem ist das super nervig. Also es ist eine Methode, die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich 150 bis 200k rein investiert. Mehr nicht. Auf gar keinen Fall mehr rein investieren. Aber es gibt auf jeden Fall Methoden, die man anwenden kann, um das Ganze zu verbessern und besser zu machen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt direkt auch die Methode. Hierfür gehen wir einmal auf Footmin rauf und schauen uns erstmal den Index von dem Markt an. Wenn ihr nicht wisst, was das ist quasi wie hoch oder tief der ganze Markt momentan ist. Und ihr seht schon, wir sind hier in einem gewissen Drop drin, wir haben minus 3,2%. Was ziemlich cool an der Sache ist, ist, dass du hier auch sehen kannst, welche Spieler gerade den größten Preis, also abhaben, also Rise, oder den Down haben, den größten Drop. Und hier sind einige Spieler, die sehr interessant sind. Zum Beispiel ein Koundé, der bei 9.600 Münzen ist. Ebenfalls ein Kingsley Coman bei 13.75. Ein Ousmane Dembélé. Wenn man diesen morgen um Donnerstag für 32, 31.000 Münzen kriegt, ist das wirklich perfekt, weil diese Karte wird wieder auf 36, 37.000 Münzen steigen. Genau das gleiche ist es auch bei Pogba zum Beispiel oder bei Raheem Sterling oder Lloris. Diese Karten sinken erstmal jetzt ein bisschen und werden Donnerstag circa nachmittags wieder richtig ansteigen. David Alaba ist zum Beispiel auch eine Investition. Man könnte in den reingehen und ich würde sagen, wenn, dann könnte man auch all in gehen. Ich nehme mir so 10 bis 20 Karten auf jeden Fall von ihm auch mit. Einfach aus dem Grund, sollte eine SBC kommen, während des Rulebreakers Event, wo du quasi 84er Spieler brauchst, könnte es sein, dass diese Karte wirklich explodiert. Das haben wir zum Beispiel bei der Rechtsverteidigerkarte von Navas gesehen. Da können wir auch einmal drauf gehen. Und hier seht ihr das einmal. Der war Freitag in dem Team drinne. In dem Road to the Knockout Stages ist dann teilweise auf 5.600 Münzen hochgegangen, wegen den ganzen SBCs, die man brauchte.
und fängt jetzt natürlich wieder an zu droppen auf 3000 Münzen. Allerdings ist er hier angestiegen und das gleiche könnte auch bei Alaba passieren, sollte eine brauchbare SBC kommen. Aber das ist so ein bisschen Pokern, deswegen gehe ich dann nur mit 10 bis 20 Spielern rein. Was ich auf jeden Fall komplett reingehen werde, oder wo ich komplett reingehen werde, ist Lacroix. Mal wieder, ihr wisst es, das ist nichts Neues. Diese Karte hat jede Woche aufs Neue funktioniert, diese Karte zweimal. Einmal am Sonntag und einmal am Donnerstag. Das funktioniert einfach wirklich einwandfrei. Diese Karte werde ich mir jetzt sofort gleich mitnehmen. Wir haben es mittlerweile 3:30 Uhr morgens. Ich muss um 10 zur Arbeit. Deswegen werde ich das während der Rewards-Zeit nicht schaffen. Ich werde aber trotzdem jetzt die Karten einkaufen und versuchen, so viele wie möglich noch zu bekommen. Weil ich sehe diese Karte morgen Abend gegen 19 Uhr oder 18, 19 Uhr, sehe ich diese Karte wieder bei 7000 Münzen. Das heißt, wir werden 1500 Münzen, knapp 1000 Münzen nach EA Taxes pro Karte Gewinn machen, wenn wir da nur alles rein investieren werden. Das gleiche würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr das machen wollt. Könnt ihr da gerne mit rein investieren. Das wird auf jeden Fall richtig sick werden. Ihr könnt auch Donnerstagmorgen um 10 Uhr abwarten und dann einfach die Karte für unter 5000 Münzen snipen. Das ist auf jeden Fall drin. Das hätte ich auch gemacht, würde ich nicht arbeiten gehen müssen. Also von daher könnt ihr da auf jeden Fall voll reingehen. Ich werde da hundertprozentig all in gehen, damit ich diese 136.000 Münzen für 6 Tage irgendwie ausgleichen kann und an einem Tag 150.000 Münzen Gewinn machen kann. In dem Sinne, falls euch das Ganze gefallen hat, auch wenn das mal ein Trade war, der nicht ganz so besonders gelaufen ist wie sonst welche, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.